Eduard Löwen, Vertragsverlängerung beim 1. FC Nürnberg. Hast du dafür jetzt extra deinen Urlaub unterbrochen? Ja, kann man so sagen. Das war es mir auf jeden Fall wert. Ich bin froh, dass ich mich jetzt noch länger an den Verein gebunden habe und denke, dass ich absolut die richtige Entscheidung getroffen habe. Was sprach denn für den Club? Ja, ich denke einfach, der Verein hat mir viel gegeben. Ich bin hier in die zweite Mannschaft gekommen, wurde dann hier Profi und habe dann in der ersten richtigen Saison dann direkt den Aufstieg mit der Mannschaft geschafft, mit dem Verein, mit den Fans. Und das ist einfach eine Riesensache und für mich war es dann einfach klar, dass ich hier bleiben möchte. Geht's jetzt wieder zurück in den Urlaub nochmal oder bleibst du jetzt hier gleich in Nürnberg? Es geht nochmal sozusagen zurück in den Urlaub, zurück zu meiner Familie, genau, und ja. Ich habe gehört, du bist jetzt aber auch nochmal auf Wohnungssuche, ist das richtig? Ja, genau, ich möchte mir eine neue Wohnung suchen, auch näher zum Clubgelände. Und ja, deswegen bin ich dann auch hier, habe das gleich dann alles heute mit reingepackt. Heute gab es noch eine schöne Auszeichnung von Transfermarkt.de, der wertvollste Spieler der zweiten Liga. Edu, was bedeutet dir das? Ja, es ist natürlich eine schöne Sache, eine schöne Statistik, die am Rande auch einfach einem, sage ich mal, eine gewisse Motivation gibt und eine Wertschätzung für die Saison ist. Und ja, ich freue mich natürlich darüber und ja. Man fragt sich natürlich, was machen die Profis so im Urlaub? Ihr liegt ja nicht nur auf der faulen Haut, habt, glaube ich, auch ein Fitnessprogramm mitbekommen. Wie schaut es bei dir aus? Hast du Angst vor dem Laktattest dann am 2. Juli? Ja, Angst würde ich nicht sagen. Ich habe eher nicht so viel Lust auf den Laktattest. Also alles, was ohne Ball ist, macht mir nicht so viel Spaß, aber da muss man durch, das wird schon. Wie stellt man sich so einen Tagesablauf dann vor? Jeden Tag 1,5 Stunden Fitnessprogramm? Magst du uns da einen kleinen Einblick geben? Ja, ich mache dann so 5-mal in der Woche, haben wir dann, glaube ich, was, 5-6 Mal in der Woche, wo ich dann meinen Lauf mache, wo ich dann ins Fitnessstudio gehe, ein bisschen trainiere und ja, unter anderem dann vielleicht so ein kleines Dehnprogramm und solche Sachen halt. Ja. Wie groß ist die Vorfreude schon auf die Vorbereitung und vor allem auf die Erstligasaison? Ja, natürlich riesig. Ich denke, das ist für jeden Spieler was Besonderes, dass wir jetzt mit der Aufstiegsmannschaft in die Bundesliga gehen. Das haben wir uns erträumt, erhofft ohne Ende. Darauf haben wir hingearbeitet und wir freuen uns natürlich alle riesig. Ich besonders natürlich jetzt in meiner zweiten Profisaison direkt in der Bundesliga. Das ist natürlich eine tolle Sache. Dann bist du jetzt erstmal wieder entlassen und darfst noch 2 Wochen Urlaub genießen. Edu, schön, dass du dir kurz Zeit für uns genommen hast. Sehr gerne. Dankeschön.